Flugplatz Mariendiehl in Wilhelmshaven. Hier werden Träume wahr. Schließlich streben die Menschen seit dem Beginn ihrer Existenz nach der Eroberung des Luftraums. Heute möchte ich auch einmal den Nordwesten von oben erleben. Und damit ich dabei so cool aussehe wie Tom Cruise im legendären 80er-Jahre-Film Top Gun, habe ich mir diese schicke Sonnenbrille besorgt. Hinter mir steht auch schon das Fluggerät für heute. Und ganz ehrlich, dafür brauche ich gar nicht diese Pilotenbrille, denn es geht heute virtuell in die Luft. Die Piloten Wolfgang, Jochen, Helmut und Jörg haben sich ihren Traum erfüllt. Sie steuern regelmäßig von Mariendiehl aus Ziele in ganz Deutschland an. Nur, dieses Hobby ist im Laufe der Zeit immer teurer geworden. Ihr Ersatz, ein Simulator, der einer kleinen Cessna 172 täuschend echt nachempfunden wurde. Ganz günstig war das Vorhaben allerdings nicht. Rund 80.000 Euro haben die vier Hobbypiloten für die speziell angefertigte Kabine und die Bewegungsplatten investiert. Von den 900 Baustunden einmal ganz abgesehen. Genug der Theorie, nach einer kurzen Einführung wird es endlich ernst. Mein Name steht ja schon mal oben auf dem Flugplan und mein Fluglehrer Jochen verrät mir jetzt auch mal, wo es heute hingeht. Hallo Christian. Hallo Jochen. Herzlich willkommen. Ich habe mir überlegt, wir fliegen heute mal von Gandersee nach Bremen. Das klingt gut. Ist das sehr schwierig für mich als totalen Anfänger oder? Ich glaube, du kriegst das hin. Na gut. Bin zuversichtlich. Dann schauen wir doch mal. Komm einfach mit. Ja, jetzt lassen wir zunächst mal den Motor an. Dazu musst du diesen Gemischhebel nach vorne schieben. Dann musst du das Gas ein bisschen öffnen. Genau so in etwa. Ist gut. Und dann gehst du mit deiner linken Hand an den Zündschlüssel und versuchst die Maschine zu starten. Ich probiere mal mein Glück. Tatsächlich, sie läuft. Dann kann es ja losgehen. Okay, jetzt stehen wir auf dem Startpunkt. Das heißt, als nächstes setzt du Vollgas und versuchst die Maschine gerade zu halten. Und sobald wir hier 50 Fahrt haben, kannst du das Höhenruder langsam ziehen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh je, wenn ich schon kaum schaffe, beim Starten auf der Piste zu bleiben, wie soll das dann erst in der Luft funktionieren? Ist man erstmal unfallfrei in die Luft gekommen, bietet sich dem virtuellen Piloten dank realer Satellitenaufnahmen ein wirklich toller Ausblick. Unten sehe ich Fage, das Kraftwerk. Da drüben ist der Bunker, der große. Ach, der Valentin-Bunker. Valentin-Bunker. Ja. Wofür benutzt du denn den Flugsimulator? Nutzt du den wirklich, um auch mal extreme Situationen zu üben oder was macht ihr hiermit? Also wir benutzen den Flugsimulator hinsichtlich der Schulung vorrangig dafür, um räumliches Vorstellungsvermögen zu üben und solche Dinge. Ne? Oder eben auch Funknavigationsanlagen einfach mal sozusagen simuliert anzufliegen. Es ersetzt auf keinen Fall eine richtige Schulung. Denn dafür fehlt die entsprechende Lizenz. Gefühlsecht ist das virtuelle Fliegen aber allemal. Funktioniert ja wirklich gut, deine erste Flugstunde. 3000 Fuß. Dann lasse ich dich mal einen Augenblick alleine und gehe mir erstmal einen Kaffee holen. Während sich Jochen einen Kaffee gönnt, fühle ich mich kurz wie in diesen 80er-Jahre-Horrorstreifen, in denen die Piloten ausfallen und ein Passagier alle retten muss. Jochen? Nach ein paar Minuten taucht Jochen wieder auf und unser Ziel ist auch nicht mehr fern. Der internationale Airport Bremen. Die Landevorbereitungen beginnen, es wird ernst. Und ich bin wirklich froh, gerade nicht in einer echten Cessna sitzen zu müssen. Und Touchdown. Jetzt noch zum Gate rollen, dann habe ich es geschafft. So, wir sind tatsächlich gelandet, heile, und meine Füße sind wirklich schon so ein bisschen wackelig. Aber ich hole mir jetzt erstmal Kaffee und dann geht das wieder. So Christian, ich habe dir dein Flugbuch ausgefüllt, deinen ersten Flug eingetragen. Danke dir. Ja, ich habe zu danken. Ich wünsche dir many happy landings. Super. Es hat hier wirklich sehr viel Spaß gemacht. Man kann seine Heimat wirklich super aus der Luft erkunden. Und zwar umweltschonend, günstig und vor allen Dingen bei jedem Wetter draußen. Man hat zwar keinen Militärjet wie Tom Cruise in Top Gun, dafür aber eine schöne Cessna und die macht auch jede Menge Spaß. Nur das reale Fliegen ist wahrscheinlich schöner.